Ja, Mahlzeit. Ich bin wieder da. Ja, wo soll ich anfangen? Ja, ganz einfache Geschichte eigentlich. Muss den Rechner neu aufsetzen und so weiter und so fort. Das ist auch der Grund, warum Spielstände weg sind und so weiter und so weiter. Ja, und wie ihr wisst, hatte ich dann immer so leichte Temperaturprobleme und. Das ist jetzt behoben und nächste Woche kommt eine neue CPU dazu. Also, es wird. So, und wir fangen jetzt einfach mal ganz chillig einen neuen Spielstand an. Und ja, machen das wie immer. Ne, hier Firmenname, Deppenmoped. Jetzt wollte ich das schon wirklich schreiben. Deppen Games. Deppen Games. So. Lalalala. Ja, komm hier. Das sieht doch wie zwei Vollpfosten aus. Machen wir. Das Ganze natürlich in Deutschland. Spielbedingungen. Tutorial deaktivieren. Ja. Alles andere machen wir so, wie es Standard ist. Das kann meinetwegen so bleiben. Ich habe mal Bock auf Sportspiel. So, machen jeweils einen Punkt hoch. Das Ganze auf langsam. 1980. Und na komm, nehmen wir nochmal ein. Wunderbärchen. Ja, nee, die Geschichte beim PC, das hat mich so richtig abgenervt. Dann ist auch irgendwann noch mein Mikro kaputt gegangen. Und ach, weiß der Geier nicht alles. Ja. War ein bisschen doof, alles. Ne? Aber gut, kann man nichts machen. Bin ja wieder da. Und dann geht das auch alles ab. Ja, ich habe gerade dann noch versucht, RimWorld aufzunehmen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Wild Trunk. Wild Trunk hört sich geil an. Ja, wird erst mit der neuen CPU was. Ja. Kopfgeldjäger-Affen. Geil. Das wird lustig. So, das Ganze unter Engine. Dann auf PC. Das lassen wir erstmal so. 28.000, 68.000, komm. Ja, mach mal hinne. Kann ich das auch machen? Kann ich machen, geht nicht auf die Leistung. Das ist schön. Ja, ich habe ansonsten hier diese nervigen, ne, hier die hier mal hochkommen, die Werte habe ich ausgemacht. Es nervt. Also und ich meine das, wir sehen ja hier, ne, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, so finde ich das schon ganz schnieke, ganz schnuggelig und in Ordnung. Ja. Gut, ansonsten, was ist denn sonst noch so geplant? Ja, also PC-technisch erstmal, wie gesagt, die neue CPU kommt. Danach kommt erst eine neue Grafikkarte, weil ich meine, das bringt nichts, wenn ich jetzt eine, was weiß ich, 1060, 1070 reinknalle. Wobei es wahrscheinlich erstmal nur eine 1050 wird, weil sie sind nämlich wesentlich günstiger. Ja. Und dann kommt dann irgendwann noch ein, neues Gehäuse, also was heißt irgendwann, also okay. Das werde ich mir wahrscheinlich dann gleich mit der CPU bestellen. Dann habe ich auch keine Temperaturprobleme mehr und Staubfilter drin und. So, Grafik sind wir schon mal gut, das finde ich schön. So, dann lass das mal machen und wir machen hier Auftragsarbeit. Lassen das natürlich alles ordentlich durchjuckeln. Viel Spaß. Ja, ja, wie gesagt, ne, CPU-Gehäuse, dann kommt danach, wenn ich, also wenn das alles so klappt, wie ich mir das gedacht habe, neue Grafikkarte. Und dann kommt nochmal Arbeitsspeicher rein.
dann denke ich mal, sieht das dann alles wesentlich entspannter aus. Ja, nichtsdestotrotz werde ich natürlich an den Spielen nichts ändern. Also, ne, spieletechnisch. Das wird dann schon so im Simulationsbereich bleiben. Mit Rimworld kommt dann natürlich noch ein Indie-Titel dazu, der natürlich wirklich grandios ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade getestet. Also auf einfache Geschwindigkeit könnte man es aufnehmen. Nur dann wird das wirklich zäh. Also wenn ich das privat spiele, ich habe einfach eigentlich permanent auf volle Geschwindigkeit, damit es auch vorwärts geht, ne? Gerade am Anfang, meine die es kennen, ne, die wissen, das wird dann wirklich ne, richtig extrem zäh. Und das muss ja natürlich nicht sein. Ja, und ansonsten, meine Batamana Light Challenge Spiel wird natürlich dann weitergeführt, keine Frage. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Ne? Hier Mad Games, da bleiben wir bei. Hatten wir ja eigentlich eine zweite Staffel erst angefangen. Aber ja gut, ne? Das ist dann halt alles dazwischen gekommen. Und dann müssen wir gucken, was wird. Ja, und dann werde ich dann zwischendurch, habe ich nämlich gerade vergessen, ich werde mir zwischendurch dann noch ein anderes Mikro holen. Weil dieses Headset, das ist eigentlich nur eine Notlösung. Wird man auch hören. Das wird auch vielleicht wahrscheinlich ein bisschen brummen. Gut, müssen wir jetzt alle durch. Es nützt nichts. Ja, es kamen ja immer mal wieder Anfragen von wegen, warum keine Videos kommen. Das kann ich euch sagen. Ne, weil, ja. Jetzt kommen wieder welche, regelmäßig. Ich werde jetzt auch erstmal täglich Videos raushauen. Ne, so wie ich lustig bin. Ja. Und dann gucken wir weiter, ne? Alles ganz entspannt, alles ganz easy. Ja. Ansonsten, wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu mal irgendwelche Autos hört, ich muss das Fenster aufhaben, weil ich bin am Renovieren und ja, eine Freundin von mir hat den Heizungsknauf abgerissen von der Heizung. Also, ne, wir haben das Sofa um die Ecke geschoben, pff, Heizungsknopf ab und die powert jetzt ohne Ende. Sehr schön, sage ich euch. Oh, das ist so herrlich. Oh, das ist ein Träumchen. Ja, ansonsten, ja, mal hochstellen. Ich wundere mich schon, warum das so langsam geht. Oh, das Spiel ist aus dem Handel genommen. Ja, gut. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aber gleich mal eine neue Engine machen. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was wir ansonsten noch so ein Spiel raushauen. Werden wir sehen, würde ich sagen. Einfach mal ganz frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk gehen. Gucken, was kommt, welche Spiele wir nehmen. Ne? Und dann, ja, dann wird das. Also da gehe ich ganz fest von aus. Ja. Ne, und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ihr seht diese Schlieren hier, ne? Das ist die Grafikkarte. Die ist breit. Ja. Müssen wir jetzt noch so ein bisschen durch. Wie gesagt, nächste Woche bestelle ich CPU und wahrscheinlich das Gehäuse. Und dann wird das. Hoffe ich. Nein, auf jeden Fall, ich sag mal, auf jeden Fall mit der neuen CPU, das, was wir jetzt machen, können wir definitiv weitermachen. Nur halt wahrscheinlich, ja, ich meine, ich krepel jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr es hier oben sehen könnt, 31 FPS. Ja, also ich sag mal so, ja, 30 sollten das Minimum sein, ne? Also wirklich unterste Schublade. Ne? Also ganz Minimum. Ja, also bei mir in der Anzeige schwankt das immer so zwischen 28 und 33. Wie viel das am Ende sind, müssen wir sehen. Das sollte besser werden. Definitiv. Und ja, müssen wir mal gucken, ne? So, jetzt müssen wir erstmal eine Engine machen. So, neue Engine für. Nein, nicht für, sondern mit. Ja. Optimiert für Arcade. Und das wird dann die Dock Engine. Naja, warum nicht? Dock Engine 0.3. Ja, 0.3, weil halt 3. Also so machen wir jetzt einfach so. Wollen wir die verkaufen? Wollen wir sie nicht verkaufen? Sollten wir, ne? Wir haben finanziell. Ja, komm, die lassen wir erstmal so. Wenn wir später weiter sind, dann mal gucken. Vielleicht nehmen wir raus. IDI-Software. Jawohl, ja. Ja, und sonst, dem Hund geht's gut. Mir auch.
Ja. Geht alles so sein Ding, ne? Ja. Ansonsten, ihr könnt ja mal gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne sehen wolltet. Ich werde dann natürlich dann, müssen wir mal gucken, also ich werde wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch bestellen. Je nachdem, wie schnell die sind. Ja, müssen wir mal gucken. Ich werde dann, denke ich mal, gegen Ende nächster Woche ein Update dazu bringen, wie es denn aussieht. Ob es da irgendeinen Leistungszuwachs gibt, hoffe ich zumindest. Ja, und dann gucken wir weiter. Wenn es das nicht ist, dann wissen wir, das ist die Grafikkarte. Ja, auch schön. Also, der ist fertig. Gut, dann sollten wir neues Sp erstmal noch die Auftragsarbeit mitnehmen. Ne, weil geldtechnisch, ich will ja jetzt noch nicht, also ich will noch nicht jetzt direkt sofort was aufnehmen, an Kredit oder so. Das muss ja noch nicht sein, ne? Das wäre ja blöd. So richtig blöd und doof. So, neues Spiel. Behind Wars. Behinderte Krieg oder was? Naja. Ernsthaft. World of Lifecraft. Ernsthaft? Irgendwann kommt noch ein Titel mit Garnison. Ja, Coldline Miami, das hört sich irgendwie geil an. Als wenn es in Miami jeweils wirklich kalt ist. Also, gut. Dann machen wir mal die Affen in der Endzeit in Miami. Das hört sich doch geil an. Mit der Dog Engine. Wird eine kranke Scheiße. Wie geil. Ich hab's nicht im Kopf. Ich wusste es mal, aber ja, jetzt einfach erstmal so. Können wir nicht gut, dann gibt's kein Koreanisch. Kein Schwedisch. Das nicht. Ja gut, dann Attacke. Und das Spiel, das muss jetzt gut werden. Das muss wirklich gut werden. Denn wir sind im Minus. Ganz böse. Ganz böse, 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 böse. Ja, natürlich. Publisher suchen. Nehmen wir. Na komm, nehmen wir mal ihn hier. Und nochmal. Oh, die sind so gut. 55, ne? Wir werden besser. So, und da will ich jetzt gleich mal hier. Patchen. Ach, wir können nicht patchen. Na gut, dann nehme ich. So. 2200, das ist ja echt nicht normal, ne? Aber wir können patchen. Das ist schon mal viel wert. Das ist jetzt besser. Kopierschutz. Sehr schön. So, hier haben wir auch was Neues. Den schmeiße ich da jetzt noch rein. Und ja,
Wir sehen uns dann, hören uns, nein, sehen uns, also ihr mich und hört mich in der nächsten Folge, denn wir sind nämlich schon am Ende dieser Folge. Ja, 15 Minuten sind schon wieder vorbei, ne? Ja, dann hoffe ich, ihr verzeiht mir das ein bisschen, dass es so lange gedauert hat. Jetzt geht das erst richtig los, sage ich euch. Also in dem Sinne, bis zur nächsten Folge, wir hören und riechen uns. Tschüss.